Herzlich willkommen im Honigpott. Mein Name ist Martin und ich möchte euch was über Bienen erzählen. In diesem Video geht es ums Schwarmfangen. Ich wurde gerufen, um einen Schwarm zu fangen. Nicht nur einen, nämlich diesen, sondern auch den daneben und den darunter. Insgesamt waren also 3 Schwärme zu fangen. Das seht ihr jetzt. Einfach mal draufhalten. So. Mit der anderen Hand vielleicht, sonst ist der Finger im Weg. Ah, so. Jawohl. Ja, alles klar. Genau. Mhm. Oder wenn du wegläufst und dann schmeißt nicht im Teich das Handy, ne? Nein. Genau, nicht in den Teich schmeißen. Wir gucken mal. Versuchen wir hier den ersten. So, und 1, 2, 3. Oh, so macht man das. Und jetzt fliegen die Reste wieder zurück, oder was? Ja. Machen sie jetzt mit die anderen? Haben wir ein Stöckchen oder sowas? Ja. Darf ich mir einen abbrechen? Ja, klar, er ist ja trocken. Können sie machen. Ach komm, oh. Du musst mich nicht stechen. Komm, geht mal weg, ihr Bienen. So, wir gucken mal. Uah. Ja, Bernd, da müssen wir noch irgendwas besorgen, ne? Ja, nur gucken. Eine Eimer oder was? Gucken, die Königin sitzt hier zumindest nicht mehr. Ja, sieht schon mal gut aus. Haben sie noch einen? Ja, bin sofort wieder bei Ihnen. Ja, nein, alles gut. Anderen Bienen auch da reingehen können. Aha. So, der erste Schwarm ist im Eimer. Ich habe einen kleinen Stein darunter gelegt, sodass die Bienen rein und raus können. Und wenn die Königin dort im Eimer ist, können sich die Bienen dort sammeln. So, dann probieren wir mal den nächsten. Der sitzt ein bisschen ungünstiger. Aha. Weil der hier noch so halb in dem anderen drin hängt. Ah ja. Das wird ein bisschen schwerer. Aber wir gucken mal. So. Der kommt hier in Schatten. Ah. Mal andersrum, genau. Passt doch. Aber da gehen sie auch raus, ne? Ja, da gehen die auch raus. Aber die sollen auch raus. Ach so. Können. Ja. Wahnsinn. Nicht. Eventuell sammeln die sich einfach gleich wieder da. Weil die Königin nicht dabei ist, oder wie? Hilfe. Wow. Wahnsinn. Da muss ich immer Menge Rabatt. Da unten, da ist ja noch ein, da ist ja noch ein Stock da unten. Ach du Jemine. Da brauchen wir noch irgendwas zum draufmachen dann. Was haben wir denn dann noch? Boah.
Hilfe, ey. Der hält einfach da drauf. So, jetzt müssen sie warten, bis die wieder alle da reingehen, oder was? Die wissen jetzt, wo die hinfliegen müssen? Oder ja. Machen die einen neuen Stock? Ohne Königin machen die nichts, oder? Genau, die folgen jetzt der Königin. Die suchen theoretisch jetzt die Königin. Die Bienen sollten sich nun alle im Eimer sammeln. Leider hat das nicht ganz geklappt und die haben sich außen am Eimer gesammelt. War aber trotzdem kein Problem, die zu transportieren. So, zu Hause angekommen, sollen die Bienen in eine Beute eingeschlagen werden. Dazu haben wir hier schon eine Beute bereitgestellt. Da ist eine Mittelwand und ein gedrahtetes Riemchen drin. Und da werden die Bienen jetzt eingeschlagen. Wenn der Imker einen Schwarm in eine Kiste einschlägt, heißt das, dass er die Bienen in die Kiste abschüttelt. Man kann hier schön an dem Gitter den ganzen Schwarm sehen. Er hat sich hier aufgehängt in einer sehr schönen Schwarmtraube und die wird jetzt einfach in die Kiste abgeschlagen. Jetzt füllen wir die Beute mit gedrahteten Riemchen auf, Folie drauf, Deckel drauf. Und dann kann der Bienenschwarm sich austoben und dort bauen. Diese Schwärme waren Nachschwärme mit mehreren unbegatteten Jungköniginnen. Die müssen also jetzt erstmal auf Begattungsflug gehen und in 1 bis 2 Wochen sehen wir dann hoffentlich erste Eier. Ich halte euch auf dem Laufenden. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.